drei Superkeepern den Vorzug gehalten hat. Und mit dem ersten Tor, gute Bewegung, Andersson mit allem, was er hat, ins Tempo. Nach 40 Sekunden haben schon beide getroffen. Das verspricht doch mal ein schönes Handballrennen. Sind Sie wirklich im Spiel drin? Oh, das ist ein schwerer Winkel, aber Teufring liefert den. Starkes Tor der Bundesliga. Im 1 gegen 1 und dort den Raum nutzen möchten. Oder so. Also. Wie oft war das jetzt? Knorr dreimal, glaube ich, ab durch die Mitte. Zweiten Entlastungsmann, so nenne ich ihn mal, durch die Verletzung von Fabi wieder dazugeholt worden. Ich bin wieder für Marsenic. Die erste 4-Tore-Führung. Also er hat wirklich teilweise alleine die Räume auch geschaffen, hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Bis jetzt haben sie... Ja, was willst du machen? Da kannst du in 2 Tagen noch wissen. Von dem ist wahrscheinlich da. Ich weiß es nicht. Birlin wäre ja auch noch da. Forse Schäferz. Und der lässt den auch liegen. Oha. Sag mal, das gibt's doch nicht. Das ist unglaublich. Ah, das Tor. Das ist der Nullwinkel von links für den Linken. Das kann kein Tor sein. Das kann kein Tor sein, Matthias Gitzel. Das kann nicht dein Ernst sein. Und Milo Sablev nimmt den. Andersson kommt ohne Gegenwehr. Okay, Block geht hoch, aber... Und wird helfen, mit dieser Situation umzugehen. Wenn man bei Berlin sieht, da ist eine klare Nummer 1. Und der funktioniert. Da ist sie. Immer wieder, wenn so ein Minifunke da ist. Jetzt, wir wissen alle noch, wir hoffen natürlich sehr alle auf deutscher Sicht, dass Andi Wolf, weil du es auch hoffst, dass er spielen kann. Du musst ja gegen ihn da dran im Zweifel. Ja, also die technischen Fehler, klar, das sind auch hier 5 oder 6 an der Zahl. Das ist natürlich zu viel. Ja. Hat er sich vielleicht auch vorgenommen. Aber wenn er mit Vollgas kommt, wie jetzt in den letzten Minuten, dann sieht man, zu was er fähig ist. Und das letztes Jahr auch die ganze Saison getragen. Absoluter Weltklasseform, halt schon zu viel. Oh, super viel von Benecke. Eben Langhoff mit dem Tor aus dem Rückraum, jetzt der andere, die Jungen zünden auch nochmal. Okay, fühlt sich Tiergelücke herausgefordert. So, Glückwunsch 15. Das war jetzt nicht immer glanzvoll, aber das macht es umso beeindruckender, dass sie ohne Glanz